Im Zusammenhang mit einem polizeilichen Einsatz am heutigen Tag kam es heute Mittag gegen 13.30 Uhr zu einer Schussabgabe durch die Polizei. In der Ortslage Kaltensundheim sollte ein Fahrzeug im fließenden Verkehr angehalten werden, da nach vorliegender Erkenntnisnahme Personen im Fahrzeug waren, die im Zusammenhang mit laufenden Strafverfahren festgenommen werden sollten. Nachdem der Fahrer die Anhaltezeichen der eingesetzten Beamten offenbar vorsätzlich missachte und auf den Anhalteposten mit zunehmender Geschwindigkeit zufuhr, rettete sich dieser durch Ausweichen aus der zu erwartenden Fahrspur des Fahrzeuges. Aufgrund der Gefahrenanalyse entschloss sich der Beamte zum Schusswaffengebrauch. Die Anzahl der abgegebenen Schüsse sowie der eingesetzten Waffen wird gegenwärtig ermittelt. Der Waffeneinsatz gegen die Befreiung war erfolgreich, das Fahrzeug kam kurz nach der Schussabgabe zum Stehen. Anschließend wurde der Fahrer durch Beamte vorläufig festgenommen. Nach vorliegenden Erkenntnissen kam es durch den Waffeneinsatz zu keinen verletzten Personen. Die Kriminalpolizei Suhl hat in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Meining die Ermittlungen zum Vorfall übernommen. Ein versuchtes Tötungsdelikt durch den Fahrzeugführer wird nicht ausgeschlossen.